Welcome back bei Rauch von Carrot to Go, wo wir uns heute mit der Frage beschäftigen, was muss ich beachten, wenn ich meinen Dachboden dämme? Die Dämmung der obersten Geschossdecke ist eine der einfachsten, günstigsten und damit auch beliebtesten Möglichkeiten, die Heizkosten zu senken. Damit es auch mit dem Brandschutz klappt, habe ich ein paar Tipps für euch. Das erste, dämmt mit nicht brennbaren Dämmstoffen, wie zum Beispiel Mineralwolle. Wenn ihr aber brennbare Dämmstoffe wie zum Beispiel EPS verwendet, dann stellt sicher, dass diese mit Brandschutzplatten gegen den Dachboden abgeschirmt sind. Weiters, wenn ihr brennbare Dämmstoffe verwendet, dann lasst bis zum Rauchfang jedenfalls 5 cm frei. Die letzten Zentimeter um den Rauchfang müssen jedenfalls nicht brennbar gedämmt werden. Und last but not least, achtet auf die Höhe. Euer Dachboden wird etwa 30 bis 50 cm niedriger von der Stehhöhe her, wenn ihr dämmt. Wenn ihr also Kamintürchen am Dachboden habt, besprecht jedenfalls mit eurem Rauchfangkehrer vorab, ob dieser dann nach der Dämmung auch noch arbeiten kann.